Mann, hör mir doch zu. Was soll die Scheiße? So war es nicht. Ja, natürlich war das so, wie denn sonst? Mann, sie hat es mir gesagt. Sie ist 18. Sie hatte einen Schnuller. Grusel, Grusel ist am Marsch. Wer hat heute den größten Arsch? Oh nein, das kann nicht sein. Es ist Gymformatic, das fette Schwein. Ja, also ich habe ein bisschen zugelegt. Aber keine Sorge, ich balke. Digga, warum ist sie ein... Ja, Salamander Aluminium, ihr alle. Wie ihr wisst, war ich in der letzten Zeit etwas inaktiv. Und das lag nicht daran, dass ich irgendwie schwanger geworden bin. Oder dass ich ein arroganter Wichser geworden bin, weil ich die 650 Abonnenten erreicht habe. Ich meine, die sind so gekauft. Sondern es lag tatsächlich daran, dass ich hart arbeiten musste. Die Arbeit war so hart, Alter. Ich hatte ungelogen gar keine Zeit für YouTube oder sonstiges. Aber ich habe aufgehört, eine kleine Bitch zu sein. Und wir spielen heute Clash of Clans. Und nein, keine Sorge, das ist jetzt kein Gaming-Kanal. Und ich werde auch jetzt keinen zweiten Teil von Clash of Clans machen. Das sage ich auch genau am Ende, warum. Aber warum spiele ich überhaupt Clash of Clans? Ja, ich habe gehört, man verdient sehr viel Geld. Ich meine, sehr viele von euch haben mich gefragt, ob ich mal das Spiel spielen könnte, weil ihr es ja wolltet. Spielen wir das perfekte Spiel? Ja, also nee, ich dachte mir einfach, es könnte lustig werden. So, das Spiel hat mich ganze 2 Kilobytes gekostet, was mir sehr gefällt, weil ich nur Spiele liebe unter 18 Megabyte. Die ist 18. Die hatte ein Schnuller. So, das Licht ist jetzt etwas scheiße, aber ich hoffe, es geht schon mal klar. Willkommen, Häuptling. Lass uns loslegen. Wie alt bist du? Also würde ich an meinen Gerichtstermin denken, würde ich sagen 17, aber bleiben wir mal ehrlich. Dies ist ein neues Dorf. Das Leben wäre wirklich perfekt, wenn es dann nicht... Guaha. Bin ich der Einzige, der denkt, der sah aus wie Willem Dafoe? Ja, komm, die scheiß Kanone platzieren, das werden wir hier in Schöneberg. Die Magier von Elfenbeinturm sind hier, um uns zu helfen. Nehmen wir das Koboldlager auseinander. Oh, gefällt mir. Also für diejenigen, die nicht wissen, worum es hier in Clash of Clans geht. Du greifst andere Dörfer an, um deren Ressourcen zu klauen und damit dein Dorf zu verbessern. Das heißt also, du greifst andere Dörfer an, klaust ihre Ressourcen und am Ende sind die selber schuld, weil sie sich nicht wehren konnten. Krass. Wusste nicht, dass Israel ein Spiel entwickelt hat. Jedenfalls, wir starten mal mit 3 Mann. Ja, komm, ficken wir, ficken hier, ficken, ficken. Ja, so das erste Dorf schon mal gefickt. Wow, gut gemacht. Jetzt müssen wir dieses Dorf für den Kampf rüsten. Ich muss aber sagen, auf einem PC zu spielen ist schon interessant. Mein ganzes Leben lang habe ich ja auf dem Handy gespielt. Genauso wie jeder andere, denke ich mal. Aber jetzt auf dem PC ist ja schon irgendwie geil. Man fühlt sich irgendwie besonders. Häuptling, wir brauchen eine Armee, um... Ach, mein Gott, ich kann... Jetzt mal ganz kurz, wenn ihr jetzt alle Charaktere hier in Clash of Clans bewerten würdet, so eine 1 bis 10, also im Sinne von Aussehen natürlich. Also der hier, der sieht schon muskulös aus, haarig, krank, aggressiv. Ja, erinnert mich an meine Cousine. Ja, so eine gute 8 von 10. Und scheiße, mein Handy hat nur noch 10%. So, wir haben schon mal unsere Truppe und jetzt ficken wir mal ein paar Dörfer. Beweg dich wie ein Schmetterling und stich wie eine Biene. Jawohl. Boah, fuck, jetzt ein Name. Boah, welcher Name würde zu mir passen, das genau meine Persönlichkeit beschreiben würde? Ah, ich hab's. So. Das muss passen. Ungültiger Name? Ich darf mich nicht mal mehr Diddy nennen. Ja, dann Drake. Oh mein Gott, der Diddy hat es geschafft, einfach gebannt zu werden auf Clash of Clans, hä? Boah, ich muss wirklich ehrlich reden. Also wirklich, diese alte Grafik hier so zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich bin wirklich ein Mensch, der Nostalgie liebt. Also wirklich, es gibt für mich nichts Schöneres, als irgendwie in der Erinnerung irgendwie zu leben. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich nicht die Vergangenheit loslassen kann. Aber zum Beispiel diese Textur, das alles. Das erinnert mich richtig krass an meine Kindheit. Und das ist absolut geil. Nicht nur das, ich denke zum Beispiel auch oft an meine Katze. Also seit er weggezogen ist zu meinem Bruder, fehlt mir dieser Wichser wirklich sehr. Und gerade weil ich halt diese Erinnerung liebe. Und weil ich diese Katze einfach liebe, habe ich einfach diesen Hund eingerahmt. Sieht man das? Also Erinnerung ist wirklich was Schönes. Und ich erinnere mich auch manchmal gerne an meinen Opa. Hey Opa, Opa, lass uns spielen, Opa, Opa, lass uns was spielen. Was hat Hilf? Ach ja. Opa. Okay, kommen wir zum Spiel zurück. Wir haben jetzt, ich kann wegen dieser scheiß Windows-Aufnahmeanzeige nicht sehen, wie viel Elixier ich habe, aber ich habe auf jeden Fall genug. Ich will unbedingt diesen Wichser hier haben. Ich meine, seht euch mal an, was für geile Charaktere es gibt. Es gibt hier die beste Freundin deiner Freundin, es gibt hier Juden und es gibt sogar Moslems. Das Video wird so runtergenommen. Ja, egal. So, ich habe mal diese Kaserne verbessert. Und da ich sie ja gerne nochmal verbessern würde, würde ich sagen, machen wir mal einen scheiß Angriff, ne? Arasi, Arasi, gesagt, Arasi, Walla. Mein Kopf ist viereckig geworden. Ist das meine Familie? Wer ist deine Familie? Und ich meine, apropos alte Zeit, apropos Apo. Erinnert ihr euch noch damals an diese Prank-Zeit, aka der Bombenprank von Apo Red? Und ich weiß, diese ganzen Pranks waren wirklich übertrieben. War ungelogen, ich vermisse ein bisschen diese Prank-Zeit. Also natürlich nicht in dieser übertriebenen Art, aber ich muss wirklich zugeben, ich vermisse das schon irgendwie. Boah, aber echt, die Pranks waren echt viel zu gottlos. Es gab wirklich so Menschen, die irgendwie vor Kinder gehen und so mit einem Mantel ankommen und nach diesem Mantel halt komplett ausziehen, so damit es vor den Eltern so aussieht, als ob man sie flashen würde. Was fucking krank ist. Aber so harmlose
Pranks waren schon echt geil. Selbst auch so Sachen, wo man auch die Community pranken würde. Das kann so eine Scheiße wie 24 Stunden in Jump House oder so. Also absolut jeder Vollidiot wusste, dass es fake ist, aber es war einfach geil. So einfach harmlose Pranks, aber geil. Also ich glaube, das fehlt wirklich YouTube Deutschland irgendwie. Wenn man ein bisschen Mut hat, etwas Neues und Krasseres zu machen, statt immer nur die gleiche Scheiße, Alter. Also irgendwie, jeder zweite YouTuber ist irgendwie ein Nachmacher von MrBeast. Ich schlage 200 Obdachlose zusammen, ich lutsche 500 Schwänze an einem Tag. YouTube Deutschland ist sowieso komplett am Arsch. Einfach nur von Streamer zu Streamer, die einfach nichts anbieten gefühlt. Also ist mal ungelogen, könnt mir wirklich mal schreiben, welcher Streamer bzw. YouTuber, der riesengroß ist, einfach es nicht verdient hat irgendwie, bzw. einfach nicht versteht, warum die überhaupt so bekannt geworden sind. Wenn mich fragt, wäre es zum Beispiel, ehrlich gesagt, Monte. Also ich habe nichts gegen Monte. Ich meine, der Typ ist ja auch noch wirklich lange dabei. Aber so zur Zeit, einfach der Content, das macht einfach gar keinen Sinn. Genauso ähnlich auch bei Papa Platte. Ich habe auch nichts gegen Papa Platte, aber ich verstehe schon, was ich meine. Einfach mal was Neues machen, ich weiß es nicht. Ich finde, das war auch der Grund, warum Julian Bam von so vielen anderen Menschen einfach herausgestochen hat. Diese unnormal komplizierten, aber geil kreativen Formaten wie Hey Ju waren einfach geil. Ich finde einfach so diese Art von, wie sollte man das sagen, Leidenschaft. Ich glaube, diese Art von Leidenschaft fehlt einfach in YouTube. Ja, scheiß drauf, machen wir es einfach. Also das sieht, Uli, das sieht nicht gut aus. Egal, komm, ficken wir einfach. Wir ficken. Ich habe doch ein schweres Herz. Mona, mein Herz ist schwer, ja, Kaye. Ich bin mit Liebe gekommen, die haben mich gefickt. Ich bin mit Vernunft gekommen, die haben mich gefickt. Ich bin mit Weisheit gekommen, die haben mich gefickt. Jawohl, sagte doch, je mehr ich das mir das angucke, desto mehr wird mir klar, dass ich aufpassen muss im November. Oh, nur nach November Clash of Clans spielen, Digga. Boah, Digga, ich werde so verlieren, ne? Und da wir schon bei alten Spielen und alten Zeiten sind, da habe ich jetzt wirklich eine Story zu erzählen. Also wir beschreiben das Jahr 1945. Der Zweite Weltkrieg hat aufgehört und ich bin zur Welt gekommen. Also nein, eigentlich nicht. Also ich weiß nicht genau, welches Jahr das war. Ich glaube so ungefähr im Raum 2016. Ich war in der Grundschule, ich glaube es war die fünfte oder sechste Klasse. Nachdem ich in der vierten Klasse in eine neue Klasse reingekommen bin, habe ich mich mit jemandem angefreundet. Wir nennen ihn mal Elias. Elias war so einer, aber wirklich ein extrem süßer, netter Mensch, aber hat einfach nur Scheiße gebaut. Und weil diese Scheiße bei mir so lustig war, habe ich mich mit dem angefreundet. Wir hatten ein Spiel, das Spiel aller Spiele. Ein Spiel, wo sich jeder denken würde, ja, da sind einfach nur Vollidioten hier. Also unser Spiel war, der eine überrascht den anderen, indem er sich von hinten anschleicht und ein verficktes RKO gibt. Ich meine es wirklich todernst. Und eines so wunderschönen Tages, da waren wir halt auf so einem Ausflug und als wir dann vom Ausflug zur Schule zurückgekommen sind, habe ich meinen Freund irgendwie nirgendwo gesehen, obwohl er da war. Genau jetzt würde man denken, ja, er macht jetzt ein RKO gegen meinen Kopf oder so. Dem war es aber halt irgendwie nicht so. Ich habe ihn dann später in der Klasse getroffen, hat sich herausgestellt, dass er Ärger bekommen hat. Und warum hat er Ärger bekommen? Einmal dürft ihr raten. Ja, er hat den Lehrer RKO gegeben. Ich würde selbst nicht glauben, wenn ich das nicht erlebt hätte, aber Junge, er hat mich mit dem Lehrer verwechselt, hat von ganz weit hinten einen Anschwung genommen und ihn einfach so einen fetten RKO gegeben. Digga, wie kann man? Aber ey, ungelogen, das war wirklich die lustigste Scheiße, die ich je in meinem Leben gehört habe, Digga. Ja, wie eben merkt gerade, das Spiel ist scheiße langweilig. Ich meine, klar, es ist Clash of Clans. Ich versuche es irgendwie interessant zu machen durch Stories und weiß ich was. Aber das Spiel an sich ist natürlich nichts Lustiges oder irgendwie Spannendes in dem Sinne. Und das ist jetzt zum Beispiel einer der Gründe, warum ich das nicht nochmal aufnehmen würde. Und vor allem mein größtes Problem mit Clash of Clans ist, es ist einfach nicht anfängerfreundlich. Klar, natürlich kann ich mir jetzt so 20 irgendwie Männer jetzt besorgen. Ey, yo, what the fuck? Und einfach so einen Kampf finden und damit ihn ficken. Aber es ist einfach nicht anfängerfreundlich, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass ich das gespielt habe. Aber ich glaube, wir kennen ja alle diese scheiß Clankriege. Der, wie oft ist es passiert, dass ich irgendwie im Clankrieg ein Rathaus 8 bin, gegen einen anderen Rathaus 8 spielen will und auf einmal kommt aus der Clanburg so ein verfickter Packer, so komplett maxed out und weiß ich. Was soll ich da machen? Also ich glaube, diese Funktion ist einfach viel zu krass, ist viel zu overpowered. Man müsste irgendwas dagegen machen. Ich meine, es kann auch sein, dass es schon passiert ist und ich weiß es nicht. Kann sein, ne? Ich bin jetzt nicht auf dem aktuellsten Stand, aber soweit ich weiß, ist es jetzt nicht so wirklich passiert und das ist richtig schön kacke. Ich habe nicht vor, das Spiel jetzt irgendwie weiterzuführen oder sonstiges. Ich habe mir einfach gedacht, einfach so ein kurzer Nostalgietrip. Und ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber ich versuche irgendwie meine Videos natürlich so Richtung Aruirano zu bleiben, also dieser schwarze Humor. Aber ich versuche es auch ein bisschen Richtung Nebelnik zu gehen. Aber die meisten von euch wissen ja nicht mal mehr, wer Nebelnik ist. Aber sagen wir mal so, also wenn sich jemand Mühe gegeben hat, dann er. Belohnung, was kriege ich? 2000 Elixier, fick dich. Machen wir noch einen Angriff und dann wenden wir das mal. Viel will ich sagen, deswegen mein Joke, dass ich ein Rassist bin. Aber nein, egal ob du schwarz bist, ob du weiß bist, ob du Araber bist oder egal was bist, ich bin der letzte Mensch, der gegen Rassismus ist. Okay, das war vielleicht ein bisschen viel. So, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Mal ein etwas anderes Video. Aber Abwechslung ist doch schon geil. Sagen wir so, wenn ihr irgendwelche Spielwünsche habt, dann kann ich das vielleicht machen, solange es nicht langweilig ist. Aber sonst, passt auf eure Eier auf.